Lass mal in die Analyse rein. Ich glaube, hier gab es eine Entscheidung, mit der ich dann nicht zufrieden war. Ne? Was heißt, ich glaube? Ich weiß ja, dass ich noch gegen die gegen Lasker musste. Von dem her wissen wir zwar schon, aber wir gucken uns mal die Begründung an. Ja? Wir sind beim ersten Viertelfinale des Jahres Entertainment gegen Lasker und ich bin sehr zufrieden. Mich hat diese Begegnung auf jeden Fall unterhalten. Beide Runden könnten nicht unterschiedlicher sein. Das fängt schon mit den Videos an. Sie haben zwar eine sehr ähnliche Qualität, aber bei Ente ist es düster und böse und bei Lasker ist es hell und freundlich. Ich kann mir halt vorstellen, dass in dem Jahr einfach dieses Soundbild und dieser nice Klang, so, das kann Lasker einfach, dass das ein bisschen geblendet hat. Dass man so, man hatte so einen Lasker da, der kommt irgendwie auf allen Beats klar, der klingt immer nice, hat ein geiles Soundbild. Und ich glaube, das hat so ein bisschen, und Ente war halt sehr eigen, und ich glaube, das hat so ein bisschen dafür gesorgt. Weil ich fand auch, dass er in den Runden davor immer so ein bisschen zu gnädig war, was Lasker betrifft. Und da will ich nochmal was sagen, weil ich in den letzten Lasker-Analysen ja auch öfter gelesen habe, ne? Ja, Gio, du bewertest immer unfair, wenn du jemanden nicht magst. Das hat nichts mit Mögen zu tun, überhaupt nichts. So, ich habe von Lasker in der JMC viel gefeiert. Ich sage auch immer wieder, was ich stark an ihm finde. Aber ich finde, und das ist einfach meine ehrliche Meinung, das hat nichts damit zu tun, ob ich jemanden mag oder nicht. So, ja, also das spielt gar keine Rolle. Ich finde ihn einfach Punchline-mäßig aus dieser Perspektive nicht besonders stark. Und das ist alles, was da eine Rolle spielt für mich. Das hat nichts mit Sympathie oder so zu tun. Von dem her ist es einfach Bullshit-Gerede, was da manche Leute auf YouTube schreiben. Natürlich gibt es viele Leute, ne, die feiern den Lasker und wollen den weitersehen. Und das ist auch euer vollkommenes Recht so. Dafür ist eure Meinung da. Aber ihr guckt ja hier im Regelfall zu, um meine Meinung zu hören. Und wenn euch die nicht gefällt, dann müsst ihr euch Julians Videos angucken, wenn ihr diese Meinung besser fandet. Ja, wenn ihr nur eure Meinung bestätigt haben wollt. Aber wenn ihr Bock habt, meine Meinung zu hören, dann müsst ihr auch damit klarkommen, wenn die sich mit eurer widerspricht. Und das ist in dem Fall dann anscheinend so. Und so ist es. Beide haben die meiste Zeit keine überkrassen Locations. Wir haben Supermarktparkplätze, Garagen, Parkhäuser und einen Nachtclub. Die Drehorte geben nicht so viel her, aber beide Videos sind ziemlich gut gedreht und bearbeitet. Laskers Video ist technisch etwas besser und nicht so verwackelt, aber das von Entertainment erzeugt mit den Bewegungen der Ente, den Jumpcuts und Effekten mehr Atmosphäre. Ich denke, wobei man sagen muss, dass Ente Video technisch ja noch richtig abreißt. Das ist ja wirklich verrückt, was die noch auf die Beine gestellt haben, videotechnisch. Dass man hier von einem Unentschieden sprechen kann. Flo. Ja. Nee, das finde ich okay. Oh, auch hier riesige Unterschiede. Die Ente hat leider den Fehler gemacht und Flow-Experimente durchgeführt. Dabei rausgekommen sind Verständigungsprobleme. Wenn ich eins hasse, dann ist es, Texte nachlesen zu müssen, weil man nichts versteht. Bei der Runde gegen Vocal hat er richtig schön deutlich gerappt und... Ja, das war im Vorspiel halt auch so. Das hat der Runde nicht gut getan. Das ist so. Vor allem, weil man muss ja jetzt sagen, wir sind ja jetzt alle mittlerweile... jahrelange Rap-Hörer. Ich war es zwar damals schon, aber jetzt habe ich noch mal ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, ihr auch. Und wir haben uns auch an den Stil gewöhnt von Ente. Ja, der hat uns ja viele Jahre begleitet. Aber wenn man jetzt ganz neu in diesem Turnier war oder vielleicht gerade angefangen hat, sowas zu hören, und da kommt so jemand wie Ente rein, der ja schon sehr speziell ist, auch mit seinen S-Lauten auf jeden Fall wild unterwegs ist, dann ist es schon sehr gewagt, dann noch solche Experimente zu machen. Vor allem, wenn man es auch nicht so geil rüberbringt. Ich fand so ein, zwei Double-Time-Einlagen klangen da nicht so gut und eher ein bisschen verwaschen, und das war keine schlaue Entscheidung. Durch diese übertrieben deutlichen Betonungen kam sogar Style und Hörgenuss zustande. Das gibt es hier auch immer noch an manchen Stellen, aber leider gibt es auch oft, was faselt er da gerade, Momente. Die Ente ist nicht der musikalischste Rapper, aber das ist nicht so schlimm, weil es durch die Betonungen angenehm kompensiert wurde. Zumindest in der Quali und im Achtelfinale. Dass er den Flowpunkt gegen Lasker nicht holen kann, war von vornherein klar und da hilft ihm sein Hackmack hier auch überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es schadet seiner Runde noch zusätzlich außerhalb von der Kategorie Flow. Das ist jetzt halt das Problem. Ich hatte da auch so eine Diskussion gestern auf YouTube. Da haben wir diskutiert über Flow und Delivery. Inwiefern steckt es miteinander? Ich finde die Delivery von Ente zum Beispiel überkrass. Aber jetzt so rein flowlich, was so, ne, diese Taktgeschichten vor allem dann in diesen Flow-Experimenten betrifft, ja, nicht so geil. Ich finde zum Beispiel die Delivery von Lasker, also wie er Punches delivered, nicht so geil. Dafür den Flow, also allgemein wie er rappt und wie so der Gesamteindruck der Runde ist. Ist halt die Frage, wo packt man das mit rein? Ist Delivery irgendwie Flow? Ist Delivery eher
gehört das eher zur Punchline dazu. Ne? Also so nach dem Motto, eine Punchline kann gut geschrieben sein, aber wenn sie schlecht delivered ist, leidet der Punchline-Punkt? Oder geht es eher in den Flow-Punkt? Das ist schwierig, ist sehr schwierig. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie ich das hier dann bewerten würde. Weil wie gesagt, Flow könnte ich verstehen an Lasker, Delivery aber wieder an Ente. Deswegen, schwierig. Denn hätte er statt wacken Flows den Platz für krasse Punchlines genutzt, dann wäre das besser für das Gesamtprodukt gewesen. Lasker ist flowlich extrem stark, angenehm musikalisch, on point, das klingt richtig gut und geht nach vorne. Lasker hat seine Battle-Runde in guter Musik verpackt. Mach keinen auf Erotiker, Bitch, denn du wickelst nur das Geschäft ab, weil du ein Babysitter bist. Du bist ohne eine Chance, sogar dein Bodypainter meinte, nachdem er den Lasker bemalte, er fühlte sich, als hätte er gerade allein einen Wolf-Train gebombt. Hey, du bist pleite und das alles verkackt, du bist das absolute Gegenteil von Dagobert Duck. Hört wie Entertainment. Auf diesem Dreck saß sie gerade mit Worten. Schießt er nur zum Stopfen von schwarzen Löchern. Taugt so wie westafrikanische Porno-Queens. Der Punkt geht ganz klar an Lasker. Technik, Lasker. Ja, wie gesagt, was heißt ganz klar? Kommt für mich so ein bisschen auf die Gewichtung an. Wie machst du das mit der Delivery? Wo packst du das rein? Ich verstehe den Punkt, ich kann den auch nachvollziehen. Find aber, wie gesagt, den, wie Ente die Punchlines rüberbringt. Und eigentlich würde ich sagen, das gehört mit zu Flow. Also wie er so, ne, so, wenn du hinter mir stolperst, wirst du, aber, ja, es ist zu komplex, um das jetzt hier zu besprechen. Aber ich verstehe den Punkt. Lasker hat sich technisch etwas verbessert. Gut fand ich zum Beispiel, alles wiederholt sich auf Qualifikation schickt oder Drogendeals auf Holyfield. Ente ist ihm in Sachen Technik aber trotzdem noch einen riesigen Schritt voraus. Zum Beispiel bei diesen Lines. Ich starte auf gutem Dope und zugeguckst ein skrupelloses Schlachtfest. Du machst auf Biggie mit deiner Wampe, doch bleibst dein Hurensohn wie Ahmed. Ja, das muss der Julian natürlich unbedingt vorlesen. Ich könnte dich schon mit der nächsten Line kaputt schlagen. Du verbringst mit Fressen deine Lebenszeit wie Fruchtlarven. Ich zertrete deine Fruchtblase. Doch alles, was hier unter die Gürtellinie geht, sind deine Brustwarzen. Ja, das ist aber schon gut geschrieben. Ne? Nächsten Line kaputt schlagen. Lebenszeit wie Fruchtlarven. Trete deine Fruchtblase. Unter der Linie geht, sind deine Brustwarzen. Lasker wird besser, aber ist hier nicht konkurrenzfähig. Ente ist technisch der Beste im Turnier. Punchlines. Ja. Ente hat überkrasse, oberflächliche... Danke für diesen Einwurf, ja, Nathaniel. Dankeschön. Unterhaltungslines. Ich musste teilweise echt laut lachen bei dem, was er da vom Stapel gelassen hat. Aber er hat auch überwacke Lines und welche, die man gar nicht versteht, weil er teilweise zu schnell und undeutlich rappt. Insgesamt ist durch seine Double-Time-Versuche und an... Schade, ich hätte es jetzt schon geil gefunden, hätte er uns präsentiert, was er mit überwack meint. Vielleicht meint er dieses, weiß, diese Masturbieren-Geschichte oder das mit diesen westafrikanischen Porno-Queens. Anderen Flow-Fehlentscheidungen, die Punchline-Dichte leider nicht sonderlich hoch. Die gut sind, sind richtig gut, der Rest sind Lückenfüller oder unverständlich. Nehmen wir zum Beispiel den ersten Part, der ist fast Punchline-freie Zone. Zwei Lines mittendrin sind ganz gut. Wenn dir noch irgendwer ein Snickers oder Mars ausgibt, kann es gut sein, dass man dich verkloppt, auch vom Mars aussieht. Und das Ende habe ich gefeiert. Ich bin der Meister dieser Zeit, denn dieses weinerliche Schwein verliert nach zwei, drei meiner Zeit doch bereits 13 Liter Schweiß. Egal wie schnell du rappen kannst, du bleibst für jeden hier nur ein triefender Fettsack aus dem verfetteten Fetti-Fett-Fettland. Bedeutet, von den 16 Lines des ersten Parts waren insgesamt leider nur 6 zu gebrauchen. Das ja, okay, ich zähle halt keine Punchlines. Ja, ich zähle die halt nicht. Kann sein, dass da der Rest wirklich nicht so gut war. Ich glaube, der erste Part, den fand ich auch eher schwächer im Vergleich zum Rest. Aber die Sache oder das Entscheidende für mich ist halt, wenn ich die Runde gehört habe, dann habe ich das Gefühl, boah, der hat Lasker schon gut gegeben. Und bei Lasker eher so, ja, das war ganz nett. Also da kam bei mir einfach im Gesamteindruck weniger an. Aber wie gesagt, ich habe den Text jetzt hier nicht vor mir liegen und nicht nachgezählt. Mag sein, dass so war. Das ist kein wirklich guter Schnitt. Im zweiten Part sieht es etwas besser aus. Okay, fand ich den Einstieg. Ich kill dich im Schlaf, denn du bist grad mal so killer wie Cars. Jeder weiß, dass der Grund für die Location der Rückrunde von dir eine Grillparty war. Mittendrin gibt's noch eine solide Punchline. Du hältst dich für Charlie Sheen, doch bis eine Nacht zwei Kurzen auf dem Tisch rum, strip in the Party Queen. Dann gibt's im wahrsten Sinne des Wortes eine extrem fette Line und die restlichen 6 Lines waren auch ziemlich gut. Ich seh dich schon gerne sterben, doch dein Verwesen hat verheerende Folgen fürs Gravitationsfeld der Erde. Er bringt's auch immer geil im Video rüber, ne? Gutem Dope und zugeguckst ein skrupelloses Schlachtfest. Du machst auf Biggie mit deiner Wampe, doch bleibst ein Hurensohn wie Ahmed. Ich könnte dich schon mit der nächsten Line kaputt schlagen. Du verbringst mit Fressen deine Lebenszeit wie Fruchtlarven. Ich finde halt diese Lines, die er zeigt, so viel besser als jede Line in der Lasker-Runde. Dass die Punchline-Dichte mir da voll egal ist. Trete deine Fruchtblase, doch alles
alles, was hier unter die Gürtellinie geht, sind deine Brustwarzen. Im zweiten Part komme ich auf 12 von 16 Lines. Im Prinzip hätte man also aus den ersten beiden Parts einen Part machen können und dieser Part wäre der absolute Übershit gewesen. Entertainment hat hier seine Runde mit dem ersten Part sehr geschwächt. Punchlines und Technik sind sein Ding, nicht dieses wacke Double-Time-Rumgestammel und von der Hook brauchen wir gar nicht erst anfangen. Im dritten Part gibt es die allerbesten Lines. Direkter Einstieg ist richtig killer. Du wirst fliegen, du Flittchen. Julian meint gegen Tune, du wärst die richtige Wahl, doch hat sich da im Artikel vergriffen. Ente meint, ich hätte mich im Artikel vergriffen, denn Lasker ist in seinen Augen anscheinend nicht die Wahl, sondern der Wahl. Er hat diesen fetten Spruch richtig elegant verpackt. Aber am absolut geilsten sind die letzten vier Lines. Sie sind mein persönliches Highlight der Runde. Ich habe mich köstlich amüsiert. Du behinderter Vollspast, wirst mir höchstens gefährlich, wenn du mal hinter mir stolperst. Und du bist sowas von hässlich, ich hätte eigentlich nicht mal erwähnen müssen, dass du fett bist. Nice. Das sind richtig oberflächliche Dinge, also Substanz sucht man natürlich vergeblich, aber es hat mich übertrieben entertained. Er hat es mit den fetten Lines ähnlich wie Wortjung gemacht, nur um 80 Klassen besser. Hast du das erst 5 Jahre später gecheckt? Okay, die Line fand ich schon sehr, sehr vorhersehbar, oder also leicht zu verstehen. Ich finde, da hat Ente schon weitaus komplexere Lines gehabt. Aber gut, ich kenne das auch, dass man manchmal so eine Line hat, die eigentlich voll simpel ist oder gar nicht so kompliziert und man lässt sie ja durchlaufen, weil man gar nicht drüber nachdenkt. Insgesamt hat die Ente hier geile Punchlines, nur leider wird das Ganze ein bisschen von wacker Double-Time-Scheiße und unnötigen Lines verwässert. Es können noch so übergeile Lines in einer Runde sein, wenn es gleich viel Schrott gibt, dann ist die Runde als Ganzes gesehen nicht krass, sondern halt nur einige Stellen. Lasker. Ja, das sehe ich halt ein bisschen anders. Ich muss zugeben, ich sag's jetzt zum 100. Mal, ne, dass ich halt das Vorspiel geiler fand, da hat jede Line geknallt. Und in der gesamten Runde, da waren schon einige kurze oder auch einige Stellen, die dann so ein bisschen, okay, ja, geht so, okay, und dann kam wieder so eine Bombenline. Aber diese Lines waren für mich so krass besser als jede Line in der Lasker-Runde, dass es für mich einfach eindeutig ist. Also was bringt mir das denn, wenn jemand ganz viele Punchlines hat, aber die sind alle eher so mäßig und dann hat jemand, keine Ahnung, in seinem Song 6 so eine richtig heftigen Lines oder 8, die mir im Kopf bleiben, die ich mir vielleicht noch 2-3 Wochen oder viel immer merke, so wie diese hinter mir stolpert Line, ne? Die wusste ich, die kannte ich bis heute noch, aber ich kannte nicht eine Line noch aus dieser Runde von Lasker, wisst ihr, was ich meine? Das ist mir, für mich der eindeutigste ist, auch wenn man das in irgendwelche Punchline-Dichte aufwiegt, aber ja. Er hat einen anderen Ansatz gewählt. Er bringt zwar ebenfalls oberflächliche Punchlines, aber verwendet auch viel Zeit darauf, den Pseudo-Werdegang von Entertainment zu schildern. Im gesamten ersten Part erklärt er uns den Weg der Ente von seiner Kindheit bis zu seiner ersten Teilnahme am JBB 2013, wo er nicht in die engere Auswahl gekommen ist. Seine gesamte Runde hat nicht viele einzelne Punchlines, die man jetzt herausfiltern kann, bis auf ein paar Ausnahmen, zum Beispiel ein paar gute Spits. Wenn der Ball steckt, ich mein Schwarzgekontinente und fick ihn quer durch alle Kontinente. Du bist kein Entertainer, du bist nicht unterhaltsam wie deine Mann, denn sie schluckt für ihn unterhaltsam. Doch keiner kann die Schlampe leiden unterm Hals haben. Trotzdem muss ich jeden Monat mit ihm Unterleib zahlen. Ja, das ist ja nett. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Kontinente, ja, kann man doch machen. Unterhaltsam, ne? Unterhaltsam, ja, warum nicht? Aber ist halt, ja, aber mehr auch nicht so. Ist halt eher sowas wie, ja, kann man bringen. Aber das knallt für mich nicht annähernd wie irgendeine Line, irgendeine gute Ente-Line. Und auch dieses, und keiner kann die Schlampe leiden, unterm Hals haben, ist halt auch übel. Wartet. Unterm Hals haben ist halt auch, so von der Ästhetik her auch nicht ganz schön. Aber selbst die besten Punchlines von Lasker kommen in der Regel nicht an die von Entertainment ran. Was? Danke, okay. Hätte ich auch mal wieder 5 Sekunden länger warten können, bevor ich rede. Laskers Runde aber dennoch punchen lässt, ist der Textaufbau und der Zusammenhang. Wenn man beispielsweise den ersten Part komplett durchhört, dann gibt es keine großen Highlights in Form von überkrassen Lines, aber es gibt viele gute Aussagen und Inhalt. Ente sagt auf diverse Arten, dass Lasker fett ist und Lasker verpackt seine Lines, indem er den Werdegang von Entertainment und Hintergrundinfos mit einfließen lässt. Ente hat einzelne Lines, die punchen und Lasker hat eine zusammenhängende Runde, die aus vielen kleineren Fronts besteht und als Gesamtes gesehen puncht. Außerdem hat er etwas, was der Ente leider fehlt. Ich verstehe schon, worauf er hinaus will. Das ist halt wie bei meinem zweiten Part gegen Cassius so. Ja, da hast du ja jetzt auch nicht wirklich die einzelnen Lines, die du da zählen kannst. Da puncht dann so diese gesamte Atmo und Geschichte mit so einer Endline, die nochmal den Sargnagel reinhaut. Aber ich finde nicht, dass das in der Lasker-Runde der Fall war.
Das war da einfach nicht der Fall. Also das hatte für mich nicht diese Wirkung. Und zum Beispiel Spongy gegen mich, der hat ja auch diese ganze Biografiegeschichte da am Anfang gemacht, ne? Wie ich gegen Ease geflogen bin, bliblablub. Der hat das krass gemacht. Ich finde, bei Laska war das nicht gut. Also nicht gut gemacht insofern, dass ich danach das Gefühl hatte, so nach dem ersten Part, Werdegang, ui, so. Das ging eher so durch mich durch. Nämlich Abwechslung. Was ist jetzt besser? Schwer zu sagen. Bei Ente habe ich einzelne Lines extrem gefeiert und einige Stellen fand ich dafür richtig scheiße. Bei Laska ist alles auf einem soliden bis guten Level. Ich denke, dass es insgesamt ungefähr gleichwertig ist. Zwei Punkte für Punchlines gehen an beide. Wow, okay. Für mich auf jeden Fall nicht nachvollziehbar. Für mich hatte da Ente die weitaus geileren Punches, aber gut. Extra Punkt. Es ist eine wirklich schwere Entscheidung. Laska hat sich bis jetzt von Video zu Video immer weiter gesteigert. Er hat angefangen mit einer Double-Time-Quali ohne Technik und Punches, dann die Hinrunde gegen Fortune mit weniger Double-Time, etwas mehr Punches und ein bisschen Technik, dann die sehr gute... Ich glaube, was er da auch so ein bisschen gepusht hat, war so diese... Und das war für mich eigentlich ganz gut, weil ich bin nicht so ein guter Punchline-Schreiber wie ein Ente. Ich glaube, ich kann hier und da mal ganz gut Geschichten erzählen. Ich habe zwar auch hier und da auch geile Punches gehabt, fand ich. Zum Beispiel in der Runde gegen Diverse waren so ein paar coole Punchlines, aber auch in der Runde gegen Cassius. Aber ich finde, Cassius meinte ja, dass ich der bessere Battle-Rapper sei von uns beiden. Da habe ich ja auch gesagt, ja... empfinde ich gar nicht so krass. Aber ich glaube, dass mir dieses Geschichten erzählen, ne, mit diesem Real Talk, Fake Zeugs, das hat mir gut in die Karten gespielt, weil das kann ich auf jeden Fall, oder konnte ich besser als so kreative, technisch anspruchsvolle Punchlines schreiben wie eine Ente. Von dem her sollte ich mich darüber nicht aufregen, weil ich habe das natürlich im Nachhinein auch viel genutzt, aber muss sagen, dass ich das hier nicht, einfach nicht so treffend finde. Konterrunde und jetzt diese sehr gute Runde. Der Junge macht hier eine echt beeindruckende Entwicklung durch. Ich hatte ihn bei der Achtelfinalaufstellung als Aufwärmgegner für Fortune eingeteilt, so als kleiner Fick für zwischendurch, aber er hat überraschenderweise gewonnen. Nun hat er gegen die Ente richtig gut abgeliefert, aber hätte die Ente aus Part 1 und 2 einen Part gemacht und sich diesen schrottigen Double Time gespart, dann hätte ich mich trotzdem für die Ente entschieden, obwohl sie sehr viel unmusikalischer ist als Laska. Ente hat echt Killer-Lines, aber ist dabei einfach nicht konstant genug und Laska hat keine richtigen Überpunchlines, aber ist konstant auf einem guten Level. Deshalb finde ich letzten Endes beide Runden sehr, sehr unterschiedlich, aber irgendwie gleich gut und jeder bekommt nochmal einen Extrapunkt obendrauf. Also ist meine gesamte Analyse so nutzlos wie ein zweites Arschloch, denn jetzt entscheidet der letzte Punkt, nämlich das User-Voting. Wie er das immer, wie oft er das so hingedreht hat, dass er nicht der Schuldige ist, ne? Immer schön die Punkte so verteilt, dass am Ende die Zuschauer damit leben müssen, dann kann sich keiner aufregen. Er weiterkommt. Euch ist die Entscheidung sehr viel leichter gefallen als mir. Es ist nicht wirklich knapp gewesen. Auch beim Publikum scheint sich der Flow der Ente extrem negativ ausgewirkt zu haben. Ich glaube wirklich, dass entscheidend war, und da will ich den Julian auch in Schutz nehmen, ich glaube nicht, dass es darum ging, dass er da jemanden durchdrücken wollte oder so. Ich glaube, es ging wirklich darum, dass Ente hat ein bisschen Zeit gebraucht. Er hat einfach Zeit gebraucht, um seinen Style zu etablieren und die Leute daran zu gewöhnen. Ich glaube, viele konnten einfach damals nicht so viel mit anfangen. Und das war, glaube ich, am Ende das Entscheidende. Ich denke, später, also Jahre später, kann ich mir vorstellen, dass das viele anders sehen werden. Nicht alle, ist natürlich immer eine Geschmackssache. Aber ich kann mir vorstellen, dass im Nachhinein das viele anders sehen. Und ihr habt ja auch gesagt, Julian anscheinend auch, dass er das irgendwie mal erwähnt hätte. Ich weiß es nicht genau, deswegen habe ich jetzt nur aus zweiter Hand aus dem Chat, dass er selbst gesagt hat, das war eine Fehlentscheidung. Und ich glaube, dass es wirklich daran liegt. Man musste sich dran gewöhnen. Es war was sehr Eigenes. Und mit dieser Gewöhnung und so, dann ja, dreht sich das Ganze wieder. Laska kam damals sehr clean rein, jeder konnte direkt was damit anfangen. Ente war merkwürdig vom wahrscheinlich für den Ersteindruck. Und ich glaube, das war am Ende entscheidend. Laskas Runde hört sich einfach viel besser an. Aber da er auch gut gebattelt hat, bin ich mit eurer Entscheidung absolut einverstanden. Am liebsten würde ich von beiden noch eine Runde sehen, aber es kann halt nur einen geben. Morgen gibt es AT gegen Gary Washington. Das wird besonders schwer für mich, weil ich mich nach meiner Lieblingsente direkt schon wieder von einem meiner Favoriten trennen muss. Ich feiere nämlich beide. Tja, das Leben ist halt kein Ponyhof. Nächste Woche gibt es Viertelfinale Nummer 3. Gaseous Clay. Gio. Gio. Fight.
Ich habe Ente im JBB 2014 auch nicht gefeiert. Aber um ehrlich zu sein, mag ich die JBB 2014 von Ente immer noch nicht. Aber Laska habe ich nie gemocht, ja, okay. Es ging darum, dass Julian Angst hatte, dass Ente am Ende Spongy. Ja, ich glaube, das glaube ich echt nicht. Ich meine, klar, kann natürlich sein, dass man so dieses Gefühl im Nachhinein hat oder solche Verschwörungstheorien sich spannt. Aber ich glaube, die Erklärung ist da wirklich, dass Ente einfach sehr, sehr ungewohnten Style hatte. Ja.